Da hinten ist eine Truhe, da ist eine Lebenstruhe. Könnte sein, dass wir die gleich brauchen. Chaosgestalt spare ich noch. Kommt noch was, Leute. Kommt definitiv noch was. Oh, ab zur Lebenstruhe. Jetzt wird's nötig, sich die erste Mal zu schnappen hier. Kommt mal her, ihr kleinen Viecher. Ihr geht einem ja hier bei sowas dermaßen auf die Nerven. Ach nein, ich krieg euch doch alle. So. Genau. Ganz genau. Chaosgestalt. Dass ich zumindest einmal hier aus dem Weg räumen kann. Was auch dringend zu raten ist. Ah, den zweiten erreiche ich nicht mehr. Verdammt. So, dann wollen wir euch erstmal alle finishen. Dich auch. Dich auch. Hey. Wow. So, du kriegst eine Heimsuchung verpasst, Freund Schnürschuh. Hallo? Wieso hat... Ach, weil der da hinten die Heimsuchung bekommen hat. Das ist ja ganz toll. Kriegst du jetzt halt noch eine. Kannst du mal aufhören? Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. So, hier muss noch irgendwo eine Lebenstruhe sein, Leute. Die könnte ich jetzt langsam mal gebrauchen. Da hinten. Die will ich auch jetzt haben. So, volles Leben. Sehr gut. Ah, bis jetzt läuft das hier hervorragend. Aber, wer ist das denn? Was? Wer bist du denn? Kurz ein Stückchen. Oh, wie sieht's denn überhaupt mit unserem Zorn aus? Du enttäuscht mich, Reiter. Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. Ja. Na super. Zornfähigkeiten keine mehr. Und da habe ich jetzt ja mal überhaupt nicht reagiert. Bam! Lass nichts von ihm übrig. Ach. Die Angriffe sind... Oh, sind auch so scheiße. Das war schon, ne? Doch. Oder? Ja, natürlich müssen wir ihm das Schwert wieder hinkicken.
würde dies schnell geschehen lassen, aber nicht schmerzlos. Ich werde diesen Sieg feiern. Seht nur, wie er sich duckt. Du wirst den Tod deines Kriegers sterben. Ist hier noch irgendwo eine Lebensruhe? Na. Seht nur, wie er sich duckt. Oh, Leute. Ganz knapp vorm Ende. Ach du Schande, da hinten ist noch eine Lebensruhe. Geile Szene. Absolut genial. Wo war jetzt die Lebenstruhe? Ich hab sie eben gesehen in der Cutscene. Wo ist sie denn? Sein Tod wird uns umbringen. Was zum Teufel machst du? Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul! Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du Narr! Ich befehle dir, diesen Klepper zu! Und wenn nicht, bringst du mich dann um. Darauf lasse ich es ankommen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Ja, Leute, jetzt ist der apokalyptische Reiter erst wieder ein apokalyptischer Reiter. Denn wir haben Ruin bekommen, das Pferd von Krieg. Krieg und Ruin sind wieder vereint. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Drücken Sie LB und RB, um Ruin zu rufen bzw. fortzuschicken. Und wir können hier ein bisschen in der Gegend rumreiten und rummetzeln. Ihr seht, unsere Schwertangriffe hauen noch mehr rein als sowieso schon. Allerdings ist die Steuerung nicht ganz so leicht. Aber auch das geht. Huch. Na. Ach, das ist aber auch blöd. Unser Leben neigt sich dem Ende. Ich mach mal was, diesmal mit Absicht. Und zwar nehme ich mal kurz unsere Essenz. Kaufen uns einfach eine neue. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu riskieren, dass wir draufgehen. Dass ihr wieder zusammen seid, treibt mir eine kleine Träne ins Auge. Können wir jetzt gehen? Dieses schmutzige Vieh ist vielleicht deine einzige Hoffnung, den Stygian zu finden. So, ist das so. Hier jetzt noch irgendwas. Ich glaube, die Lebenstruhen in den Cutscenes
die ich gesehen habe, die Cutscenes sind wahrscheinlich einfach, ja, die nehmen das nicht an, wenn man die Lebenstruhen schon geholt hat. In den Cutscenes tauchen sie wahrscheinlich trotzdem weiterhin auf. Deswegen... Ja, hier können wir jetzt alle töten oder können auch einfach nur hier durchreiten. Wobei, ich meine doch, könnte es sein, dass es da eine Truhe gab. Ja, sag ich ja. Mal kurz Ruin wegschicken, die Truhe holen und Ruin wieder ranholen. So, weiter geht's. Wusste ich's doch. Sonst hätten wir nachher wieder den Vorratssucher gefunden und, ja, hätten wir einen Salat gehabt. Die kommen uns ja hinterher. Halt, falsche Richtung. Hier geht's lang. Und wir sind wieder beim Würmchen. So, wie kann ich denn hier überhaupt... Okay. Ja. Für eine kurze Zeit kann Ruin schneller beschleunigen und stürmen. Drückt sie RB, was ich gerade gemacht habe. Aber zunächst mal brauchen wir... Start. Genau, wir brauchen Gnade. Die legen wir uns mal hier hin. Und rüsten sie mal aus. So, mein Freundchen. Dann komm mal her. Hier sind wir. Also ich meine, wir müssen dem Tierchen jetzt, dem zahmen Würmchen hier... Ja, auf jeden Fall ihn auf uns zukommen lassen. Ihm in die Schnauze schießen. Mit Gnade. Mann! Komm schon. Warum geht denn das Beschleunigen gerade nicht? Ich bin gerade ein bisschen angenervt. Also ich habe gerade Probleme. Irgendwie scheint meine RB-Taste nicht richtig zu reagieren. Sie reagiert definitiv gar nicht. Das passt mir jetzt gerade so überhaupt nicht. Vielleicht kriege ich es auch einfach nur echt nicht auf die Reihe. Ich glaube eher zweiter ist der Fall. Jo, ich reite auch noch genau rein. Schon. Ach, Merde. Jetzt habe ich zu spät reagiert, aber ich glaube, jetzt habe ich einen Dreh etwas raus. Wow! Wo ist er denn? Na komm schon. Come on.
bin schon unterwegs. Und B. So. Nachdem ich mich jetzt leicht dämlich angestellt habe, haben wir diesen Wurm besiegt. Kleiner Zwischenboss. Gut gemacht. Ja. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Er ist der größte und böseste von denen. Ist er das?